Er war der Hoffnungsträger der Demokraten, Barack Obama, der 44. Präsident, und er hat es tatsächlich geschafft, 8 Jahre im Weißen Haus zu bleiben. Das bleibt er auch noch bis 20. Januar. Und dann möchte diese Dame hier einziehen, nämlich Hillary Clinton mit ihrem Partner Tim Kaine als Vizepräsident. Und Phoenix ist natürlich in dieser Wahlentscheidung ganz nah dran. Ab dem Wochenende berichten wir auf allen Kanälen und natürlich vor allen Dingen in der Wahlnacht am Dienstag die ganze Nacht live bei Phoenix, live aus New York.